In mehreren Beiträgen meiner Reihe zum Syrienkrieg und den dahinterstehenden Konflikten kamen namhafte Experten zu Wort. Sie haben euch strategische Zusammenhänge erklärt, doch heute möchte ich mich einem anderen genauso wichtigen Thema widmen. Wie erleben die Menschen vor Ort den Krieg und auch die Rolle Russlands? Hallo zu Russland direkt. Eine neue Runde von Eskalationen geht im syrischen Konflikt jetzt hoffentlich zu Ende. Russlands Präsident Putin und sein türkischer Kollege Erdogan haben sich am Donnerstag auf einen Waffenstillstand in der immer noch umkämpften Region Idlib in Syriens Norden verständigt. Davor hatte es heftige Kämpfe mit Toten auf allen Seiten gegeben. Erdogan hatte das Flüchtlingsabkommen mit der EU aufgehoben und kurzfristig berichtete man in vielen Pressemeldungen eine Ausweitung des Krieges. Die Waffenruhe hat die Lage vorläufig beruhigt, doch gelöst sind die Probleme um die verschiedenen Interessen, die euch Experten in meiner letzten Ausgabe zum Syrien-Konflikt geschildert haben, deswegen nicht. Doch wie sieht die syrische Bevölkerung diesen nun so viele Jahre andauernden Konflikt und das ausländische Eingreifen, auch das aus Russland? Dazu habe ich mit Linda Molchem-Arous gesprochen, sie hat syrische und weißrussische Wurzeln und regelmäßigen Kontakt nach Syrien. Die Hamburger Politikstudentin besucht das Land regelmäßig, zuletzt 2018, und bereiste dabei mehrere Regionen, in denen früher auch noch gekämpft wurde. Aktuell ein sehr eindeutiges Stimmungsbild herrscht nach ihrer Auskunft unter den Syrern, die in Regionen unter der Kontrolle der Regierung stehen, gegenüber den Eingreifen des türkischen Nachbarn in den Krieg. Also die Leute sind außer sich, die wollen nicht, dass die Türkei weiter nach Syrien vordringt, weil niemand versteht, wieso. Ich meine, Türkei stellt sich als ganz normaler Staat dar, der überhaupt nicht irgendwie islamistisch ist, aber kämpft einerseits mit irgendwelchen Islamisten in Syrien und beruft sich auf irgendwelche Abkommen, die meiner Meinung nach in dieser Situation gar keinen Sinn ergeben. Also die Syrer möchten eben nicht, dass die Türkei weiterhin in Syrien ist. Sie möchte nicht, dass die Türkei weiterhin diese Terroristen unterstützt. Mit welchem Interesse die Türkei vor Ort ist, erfahrt ihr aus meinem letzten Beitrag unter anderem mit einem Experten für türkische Außenpolitik, der am Ende verlinkt ist. Doch wie geht es aktuell den syrischen Menschen in Syrien? Was mich in Bezug auf Syrien sehr interessiert hat, nicht nur wegen dem heutigen Weltfrauentag, ist die Situation der Frauen vor Ort, die oft ganz besonders die leidtragenden kriegerischen Konflikte sind. Laut Linda ist die Stellung der Frau in Syrien regional sehr unterschiedlich. Also in Syrien ist das sehr stark davon abhängig, in welcher Region du lebst. In der Stadt, wo meine Familie herkommt, Latakia, gibt es eigentlich keine Unterschiede zwischen den Religionen, was die Frauenrechte angeht. Da ist es relativ ähnlich und relativ gleich. Aber wenn du in andere Regionen fährst, da ist zum Beispiel die Verschleierung, Vollverschleierung viel, viel häufiger anzusehen als in Latakia. Also ich habe in Latakia zum Beispiel noch nie eine Frau gesehen, die komplett voll verschleiert war. In anderen Regionen wie zum Beispiel in Hama schon. Man kann in Syrien aber nicht von einem westlichen Standard der Frauenrechte ausgehen. Ich glaube, Syrien kann noch viel, viel mehr machen in Richtung Frauenrechte. Das ist, glaube ich, allen klar. Aber das liegt natürlich auch sehr an der muslimischen, islamischen Prägung in dem Land. Aber was man trotzdem sagen muss, ist, dass Syrien im Gegensatz zu vielen anderen arabischen Ländern da weitaus fortgeschrittener ist. Also ich meine, es gibt zum Beispiel keine Unterschiede, was die Bildungswege angeht bei Männern und Frauen. Es gibt sehr viele Frauen in den Parlamenten in Syrien. Und ich glaube, Syrien ist auf dem richtigen Weg, aber man kann definitiv noch mehr machen. Und ich habe da auch ziemlich viel mit Leuten und Frauen zu tun, die sagen, okay, wir möchten da etwas verändern. Und ich glaube, ich bin da guter Dinge, dass sich was verändern wird und kann in Syrien. Ein Schicksal, das auch in westlicher Presse recht breit berichtet wird, ist das der etwa 20.000 kurdischen Kämpferinnen, die gegen den IS und andere Islamisten an der Front standen. Geschichten über sie fanden breit Eingang in Hollywood-Filme, Computerspiele und westliche Hochglanzmagazine. Hier gab es etwa Kritik unter westlichen Journalisten, als die USA nach dem Sieg gegen den IS ihre Unterstützung für diese Einheiten abzogen.
Mit der Türkei verbündete Islamisten, berichtete die israelische Journalistin Shania Oppenheimer in einem vielbeachteten Artikel, hätten die Kämpferinnen daraufhin massiv misshandelt. Allgemein wurde in westlichen Veröffentlichungen der Eindruck erweckt, diese kurdischen Kämpferinnen seien im syrischen Krieg einzigartig. Das entspricht jedoch nicht ganz der Realität vor Ort, wie mir Linda Molchemaros erklärt. Also ich habe mit vielen Vertreterinnen gesprochen von verschiedenen, sage ich mal, Parteien. Also es sind ja nicht unbedingt alles Kriegsparteien, aber verschiedene Strömungen, sage ich mal, in Syrien. Und ich habe Frauen auch in der ganz normalen syrischen Armee gesehen. Ich habe Frauen, es gibt ja Grenzkontrollen in Syrien, um halt zu verhindern, dass irgendwelche Terroristen einfach von A nach B kommen können und sich frei im Land bewegen können. Und an den Grenzkontrollen sind sehr viele Frauen gewesen. Ich habe sogar einmal ein Foto mit einer gemacht. Ich habe mich mit ihr unterhalten. Es ist auf jeden Fall so, dass bei den kurdischen Syrerinnen und Syrern Frauen natürlich versucht werden, auch aktiv, sage ich mal, befördert und befähigt zu werden. Aber das ist nicht anders bei arabischen Syrerinnen und Syrern. Die Tatsache, dass Frauen, außer bei den Islamisten, auch unter den Kämpfenden zu finden sind, soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie noch häufiger zu den Opfern des Krieges gehören. So hat Linda von Augenzeugen von Misshandlungen und Vergewaltigungen durch die Milizen gehört, die jetzt an türkischer Seite kämpfen. Human Rights Watch schildert schon in einem Bericht 2014 exemplarisch das Schicksal von 17 Frauen, die nach ähnlichen Gewalttaten oder Folter das Land verlassen haben. Täter waren hier Soldaten aller Bürgerkriegsparteien, sowohl der Regierungstruppen ebenso wie Oppositionelle. Wenn man in Russland die Menschen aktuell nach dem russischen Engagement in Syrien fragt, sind die Meinungen gespalten, wie etwa bei einer Umfrage im letzten Jahr von Levada. Eine Mehrheit von 51% unterstützt das Engagement in Syrien generell, eine Mehrheit von 55% fordert aber auch, dass dieser Militäreinsatz jetzt abgeschlossen werden soll. Die Meinung der Syrer zum russischen Einsatz war zu Beginn gespalten, schreibt die russische Online-Zeitung Gazeta.ru in einem damaligen Artikel 2015. Sie hatte in Syrien umfangreiche Befragungen durchgeführt mit einem komplett uneinheitlichen Ergebnis. Oppositionelle Syrer bezeichneten dabei die Russen als Söldner eines Diktators, andere äußerten die Hoffnung, dass das russische Eingreifen den Bürgerkrieg beendet, was anderen Mächten wie den USA nicht gelungen sei. Inzwischen 5 Jahre später herrscht in den meisten Regionen des Landes Frieden. Nur im Norden wird noch gekämpft, etwa um die Region Idlib. Das ist vielleicht der Grund, warum Linda die Stimmung unter den Syrern in den von der Regierung kontrollierten Regionen nun ganz anders erlebt als damals die russischen Reporter. Als ich dort war, habe ich an einer Wand zum Beispiel, das ist eine witzige Geschichte, sehe ich an der Wand, ich war sehr verschlafen, wir waren im Auto, wir sind irgendwo anders hingefahren. Und dann sehe ich die russische Flagge und sehe dann auf Russisch und Arabisch einmal stehen, also da stand Spasiba Rossiya, also danke Russland, und dann nochmal auf Arabisch Shukran Russia. Und das zeigt einfach, und mit der Bevölkerung habe ich ja auch gesprochen, die Menschen lieben Russland, also wenn ich das mal so sagen darf. Die sind wirklich froh, dass es jemanden gibt, der sie unterstützt bei dem aktiven Kampf gegen den Terrorismus. Diese Regionen machen nun den größten Teil Syriens aus. Dort gibt nach Lindas Auskunft nun Normalität, wofür die Menschen dankbar seien. Das habe für sie nichts zu tun mit einer Beurteilung der russischen Regierung. Besonders interessant ist, wenn man Personen mit einem direkten Kontakt zu einem solchen Konflikt spricht, der Vergleich ihres eigenen Eindrucks mit der Berichterstattung. Hier ist das Urteil von Linda gegenüber den deutschen Medien vernichtend. Sie berichten nach ihrer Auffassung über den Syrienkrieg nicht wahrheitsgemäß. Zu Anfang, zu Beginn des Konflikts, war meine Familie auch sehr stark dafür, dass wir für mehr Demokratisierung sind, was ja auch erstmal nichts Schlechtes ist. Aber relativ schnell hat sich das ja gewandelt. Und dann habe ich immer mit meinen Verwandten telefoniert und die natürlich gefragt, okay, was passiert da eigentlich? Und dann habe ich gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Hier sagt man mir das eine und die Menschen vor Ort etwas anderes. Und da war mir ziemlich schnell klar, dass da viel mit Lügen gespielt wird, beziehungsweise die Arbeit, die Wahrheit anders dargestellt wird, als sie eigentlich ist. Und deswegen mit der Berichterstattung bin ich
komplett unzufrieden und versuche mich deswegen anders zu informieren und meistens eigentlich immer vor Ort, wenn ich, also ich kenne sehr viele Leute in verschiedenen Regionen und frage sie dann immer, was eigentlich dort passiert gerade. Haben die Deutschen Angst davor, dass etwa mehr Flüchtlinge kommen, oder woran liegt es, dass die Berichterstattung so etwa einseitig ist? Naja, weil es da um geopolitische Interessen geht. Natürlich möchten die westlichen Staaten, die Europäische Union, die USA eben nicht, dass Syrien beherrscht wird oder dass in Syrien jemand an der Macht ist, der nicht der neoliberalen Politik entspricht. Und deswegen möchten sie natürlich aktiv versuchen, ihrer Bevölkerung darzustellen, warum etwas legitim ist oder nicht. Auch die Syrien-Politik der deutschen Bundesregierung, allen voran des Außenministers Maas, Sigrid Linde, die selbst politisch engagiert bei der Linkspartei ist, kritisch. Welche zukünftige Entwicklung für Syrien die beste ist, da ist sich Linde recht sicher. Ich denke, erstmal muss Frieden eintreten in Syrien. Der Krieg muss komplett beendet werden. Und das geht zurzeit, denke ich, nur unter Assad. Und was viele auch vergessen, ist, dass ein Großteil der syrischen Bevölkerung eben hinter Assad steht. Und das ist auch wieder nicht eine Sache davon, was ich von Assad halte, sondern ich sage nur, was die syrische Bevölkerung möchte. Und da können wir nicht einfach drüber hinwegsehen und sagen, nee, Assad muss jetzt weg. Erst nach einem Friedensschluss hält Linde einen Demokratisierungsprozess mit Neuwahlen für realistisch. Assad sei dabei nach ihrer Meinung keine Marionette von Putin, aber der russische Einfluss auf ihn schon groß. Sanktionen müssten bereits davor beendet werden, was das Flüchtlingsproblem aus Syrien reduzieren würde. Und damit meine ich auch, dass die Sanktionen aufhören gegenüber Syrien, denn dadurch sterben auch Menschen und deswegen fliehen sehr viele Menschen. Ich habe mit vielen gesprochen, die gesagt haben, wir kommen aus den und den Regionen, da war nie Krieg, aber wir sind geflohen, weil wir einfach keine Perspektiven mehr in dem Land haben. Die Leute können sich keine Medikamente mehr kaufen, weil sie nicht mehr importiert werden können. Die Menschen, werden für ihre Arbeit nicht mehr genug bezahlt. Ärzte, die wirklich jahrelang studiert haben, verdienen teilweise um die 100 Euro umgerechnet im Monat. Das ist für die halt nicht in Ordnung und deswegen sind sie nach Deutschland gekommen. Deswegen müssen die Sanktionen aufhören, als auch der Frieden eintreten. Seid ihr der Meinung von Linde? Oder findet ihr, wie die große Mehrzahl der deutschen Journalisten, dass die Beendigung der Regierung von Assad Vorrang vor einem Friedensschluss hat? Wie immer freue ich mich auf eure Kommentare unter meinem Beitrag. Wer sich von euch für die Hintergründe des aktuellen Konfliktverlaufs interessiert, ein Video dazu habe ich mit zwei Experten sowohl in deutscher als auch in russischer Sprache gemacht. Beide sind jetzt eingeblendet. Unter dem dritten Link alle übrigen Videos meiner Reihe. Abonniert uns, bis nächsten Sonntag.